Meine Damen und Herren, wenn Sie bullisch eingestellt sind für die Aktienmärkte, dann habe ich heute Morgen gleich zwei ganz, ganz schlechte Nachrichten für Sie. Erstens, ich gehe ab morgen in den Urlaub und das ist für die Bullen immer eine super gefährliche Zeit, wie die Erfahrung zeigt. Und zweitens, und fast noch schlimmer, die Weltwirtschaft erholt sich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, die Weltwirtschaft erholt sich. So haben wir doch gar nicht gewettet. Wir haben doch gewettet als Bullen, dass die Weltwirtschaft weiter abschmiert und dann die Notenbanken all in gehen müssen durch Zinssenkungen etc. etc. Das fing ja an im Januar, als Jerome Powell dann von Autopilot Bilanzreduzierung plötzlich nichts mehr wissen wollte, von Zinsanhebungen nichts mehr wissen wollte und dann, als die Daten immer schlechter wurden, auch global immer schlechter wurden, eben gesagt hat, ja, wir könnten vielleicht mal in Richtung Zinssenkung etwas machen. Und das ist gewissermaßen das Narrativ der Märkte, dass die Notenbanken ihre Geldpolitik weiter aufweichen werden, dadurch sozusagen erst dann die Rezession vermieden werden kann. Was aber, wenn die Weltwirtschaft sich jetzt schon erholt, nämlich bevor die Notenbanken ihre ultralaxen Maßnahmen aus der Mottenkiste holen, das ist die große Frage und das könnte für die Bullen ein kleines Problemchen werden. Schauen wir uns doch die Dinge mal an in den Charts, wie es steht mit dem Welthandel. Hier sehen wir das CPB World Trade Volume, also das Handelsvolumen, das globale Handelsvolumen. Hier sehen wir diesen Absturz, der hier der Fall war und sehen hier jetzt die Erholung der 3-Monats-Schnitt, den wir hier sehen, der zeigt immer noch nach oben, auch wenn wir jetzt wieder einen kleinen Rücksetzer hatten. Aber es ist auf jeden Fall jetzt nicht mehr der freie Fall, den wir gesehen haben. Dann haben wir den Baltic Dry Index, der jetzt hier sich wieder nach oben bewegt. Das ist der 20-Tages-Durchschnitt. Nun hat man, wie es aussieht, die Berechnungsmethode für den Baltic Dry Index geändert. Dadurch ist vielleicht die Aussagekraft ein bisschen eingeschränkt, dieses Frachtratenindex. Wir haben aber auch andere Indikatoren, andere Anzeichen. Wir haben hier zum Beispiel die US-Einzelhandelsumsätze, die jetzt in der Summe praktisch auf neuem Allzeithoch sind. Dieser Chart zeigt, dass wir waren also noch nie so hoch wie derzeit. Gestern ja die US-Einzelhandelsumsätze besser als erwartet mit plus 0,4%. Jamie Dimon, JP Morgan-Chef der Bank, also die gestern ihre Zahlen vorgelegt hat, hatte wieder ein Loblied auf die Stärke des US-Konsumenten gesungen. Und man muss sagen, diese Zahlen widersprechen dem nicht. Und eigentlich ist noch nie vorgekommen, dass eine Rezession direkt einsetzt, bevor hier ein Top erreicht ist, bevor es hier seitwärts oder sogar nach unten geht. Ich hatte ja vor einigen Monaten schon gesagt, die Daten auch in den USA werden schlechter werden. Nun sind sie dann schlechter geworden, aber jetzt beginnen sie wieder besser zu werden. Und das ist möglicherweise jetzt für die Märkte schwer zu verdauen. Das sieht man auch an dieser Statistik, an diesen Zahlen. Hier sehen wir diesen Chart, was nach oben weist, das sind die harten Daten. Und was er nach wie vor nach unten weist, sind die Stimmungsdaten, Soft Data und Hard Data. Hard Data ist zum Beispiel Industrieproduktion, also irgendwas, was ich wirklich zählen kann, wo ich sagen kann, ja, das sind Fakten, da kann man nichts dran deuten. Stimmungsindikatoren sind solche Geschichten wie Verbrauchervertrauen, also mentale Ausgangssituationen. Und hier sehen wir eben diese Differenz. Jetzt haben wir die Situation, dass also die Märkte auf diesen Abschwung reagiert haben, mit der Hoffnung, dass die Zinsen weiter sinken. Gestern hat Jerome Powell die Märkte ein bisschen gerettet, möchte man sagen, indem er auf seiner Rede in Paris gesagt hat, ja, die Unsicherheiten sind groß und wir sind bereit, darauf zu reagieren. Subtext, wir werden Ende Juli die Zinsen anheben. Das war eine ziemlich klare Ansage. Das ist etwas, was die Märkte dann gestern gefreut hat. Das ist zwar schon mit 100% sicher, schon seit Wochen eigentlich, aber die Märkte feiern ja gerne dasselbe Event 27 oder 28 Mal. Erinnern wir uns an die Jubelmeldungen über den bald bevorstehenden Deal im Handelskonflikt USA-China. Das wurde ja auch ungefähr 531 Mal eingepreist. Und genau das, was gestern ein bisschen für schlechte Laune gesorgt hat, war, dass dann Donald Trump vor Reportern gesagt hat, ja, das ist noch ein sehr, sehr weiter Weg bis zu einem China-Deal. Das hat die Märkte ein bisschen verschnupft, obwohl das ja eigentlich auf der Hand liegt, aber sei es drum. Schauen wir uns mal die Lage an den Märkten an, wie derzeit vor allem Profi-Investoren unterwegs sind. Wir hatten gestern wieder mal miserable Umsätze an den Märkten, nur ein Ticken besser als am Montag, aber das sind Umsätze, wie wir sie
normalerweise selbst in Sommermonaten nicht erleben, also Totentanz. Wir sehen hier die sogenannte Hedge Fund Exposure, also das, was sozusagen die Hedge Funds in die Aktienmärkte reinpumpen, fast auf dem Hoch aus dem Oktober 2018. Wir sehen, der S&P steigt oder ist weiter gestiegen. Wir haben auf der anderen Seite dann eben auch die sogenannten Risk Parity Funds. Das sind Fonds, die meistens so ein Gleichgewicht zwischen Aktien und Anleihen halten. Und die sind aufgrund der Hosse an den Anleihenmärkten mit fallenden Renditen gezwungen gewesen, offenkundig auch ihre Equity Exposure, also ihre Investments in Aktien deutlich zu erhöhen. Also man ist jetzt schon ziemlich drin in den Märkten. Auch die Umfrage der Bank of America Merrill Lynch zeigt, dass die Profi-Investoren ihre Cashquote deutlich reduziert haben in letzter Zeit. Was haben wir heute auf der Agenda? Wir haben die Verbraucherpreise aus der EU. Letzte Veröffentlichung wird wohl nicht mehr so rocken. Wir haben dann Baugenehmigungen aus den USA. 14:30 haben die Lagerbestände. Gestern Nacht die API-Bestände um 1 Million Barrel rückläufig, aber was den Ölpreis gestern unter Druck gebracht hat, war die Aussage von Mike Pompeo, US-Außenminister, der gesagt hat, ja, wir werden mit dem Iran Gespräche führen, und das ist natürlich schlecht für die in den Ölmarkt eingepreisten Risikoprämien. Dann haben wir das Basebook noch um 20 Uhr und wir haben die Zahlen der Bank of America 12.45 Uhr. Das wird relevant, nachdem gestern ja JP Morgan in der Summe eher enttäuschend war aufgrund der Senkung des Ausblicks, Goldman Sachs dagegen besser als erwartet. Schauen wir uns die Dinge in den Charts an. Was wir hier sehen, ist der S&P 500 mit dieser Drehung hier nach diesen roten Kerzen. Diese Drehung, wie gesagt, durch die Aussagen von Jerome Powell, der gesagt hat, ja, faktisch, wir werden die Zinsen senken. Wir sehen den Nasdaq, der hier jetzt hantiert bei 7.927. Auch hier ähnliches Muster, das gilt auch für den Dow Jones, der sich allerdings besser hält als die anderen Indizes, 27.374. Was heißt das für den DAX? Der dürfte reinkommen knapp über der 12.400er Marke, wenig verändert. Also wir sehen Euro-Dollar bei 1.1215 nach dem gestrigen Abverkauf. Wir sehen das Gold bei 1.404. Also an dieser Marke kämpfend. Wir sehen hier diesen massiven Abverkauf gestern von über 60 Dollar beim Crude Oil auf jetzt unter 58. Also, das ist die Lage an den Märkten. Wenn diese ganze Geschichte so weitergeht mit der Erholung der Weltwirtschaft, dann wird es richtig lustig. Dann fehlt nämlich die Motivation für die Notenbanken, so all-in zu gehen, wie sie es angekündigt haben. Die EZB zum Beispiel ist ja sehr stark fokussiert auf die Inflationserwartungen, weniger auf die harten Daten. Mithin ist das also so auch ein akademisches Problem, so ein bisschen ein Elfenbeinturm-Phänomen, gerade bei der EZB, die eben nur auf Inflationserwartungen schaut und statt sich mal die Daten aus der Realwirtschaft anzuschauen, mal gucken, was die Fed jetzt macht, wie sie dann begründet, wie es vor allem nach dem Juli weitergeht. Klar, das ist jetzt wirklich ein klarer Fakt, dass Ende Juli die Zinsen senken werden durch die Fed. Aber wie geht es dann weiter? Das ist die große Frage. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Tag. Wir sehen uns heute nochmal, wenn Sie wollen, zum Marktgeflüster. Ansonsten wünsche ich schon mal eine super Zeit. Ihnen bis dann. Servus und ciao.